So, dann fangen wir auch gleich mal an. Und das ist die Seite von der Bibliothek. Zunächst einmal zeigen wir Ihnen die verschiedenen Methoden, um Artikel und E-Books herunterzuladen. Das können Sie zum einen in der Bibliothek machen. Gehen mal hier auf Bibliothek benutzen und dann auf Internetzugang WLAN VPN. Da gibt es einmal die Computerarbeitsplätze, die leider im Moment nicht zu benutzen sind. Aber wenn die Pandemie irgendwann mal wieder aufhört und wir wieder normal geöffnet haben, dann stehen Ihnen die natürlich auch zur Verfügung und alle mit Bibliotheksausweis oder TU-Ausweis, TU-Konto können sich dann dort direkt E-Books oder Online-Artikel herunterladen, ohne irgendwelche weiteren Dienste zu nutzen oder irgendwelche ohne weiteren Anmeldungen. Wenn Sie in der Bibliothek arbeiten, einen Arbeitsplatz reserviert haben, dann können Sie unser Eduroam WLAN benutzen, wenn Sie TU-Angehörige sind oder einer anderen Hochschule angehören, die ebenfalls Eduroam benutzen. Denn bevor Sie das Eduroam WLAN benutzen können, müssen Sie es zunächst einmal auf Ihrem Rechner einrichten. Das werde ich gleich zeigen. Ansonsten zeige ich noch mal kurz die anderen Möglichkeiten. Sie können sich auch über ein LAN-Kabel verbinden, wenn das Eduroam tatsächlich mal gar nicht gehen sollte. Dafür gibt es in der Bibliothek Steckdosen mit der Aufschrift Mobi und Sie können dann ein Kabel mitbringen und sich da anmelden. Dafür müssen Sie aber TU-Angehörige sein und einen TUB-Account besitzen. Für die von Ihnen, die vielleicht jetzt neu anfangen zu studieren an der TU und noch kein TU-Konto haben, das, was wir Ihnen jetzt zeigen, das ist quasi die Grundvoraussetzung, dass Sie einen TU-Account haben, den Sie bekommen, wenn Sie eingeschrieben sind. Da sich das im Moment ein bisschen verzögert, wir hoffen, dass es bis Ende November alles fertig sein sollte. Und könnte es sein, dass Sie noch keinen TU-Account haben, dann müssen Sie halt so lange warten, bis Sie diese Dienste benutzen können. Genau. Im zweiten Teil zeigen wir Ihnen dann gleich nochmal, was Sie beachten müssen, wenn Sie E-Medien von zu Hause aus nutzen können. Aber erst einmal zum WLAN. Ich gehe mal wieder nach oben. Hier oben rechts haben wir zwei Links, jeweils einmal von der TU und einmal von der UdK, wie man sich das WLAN einrichtet. Ich zeige mal kurz das von der TU. Da gibt es hier die Programme, die Sie dann herunterladen können, die Einstellungsdateien für jedes Betriebssystem, was Sie als Benutzername angeben müssen. Da muss man nämlich immer den TU-Account nehmen und hinten dran immer noch was dahinter setzen, den sogenannten Suffix. Und der ist für jede Hochschule anders. Für die TU ist er so. Und bei anderen Hochschulen muss man dann immer auf deren Seite gucken. Wir machen das gleich nochmal als Beispiel von der HU Berlin, welchen Suffix man da benutzen muss. Das ist wichtig, weil das Eduroam WLAN an jeder Hochschule, die das einsetzt, für alle gleichermaßen funktionieren soll. Also wenn Sie von der TU sind, an der HU mal arbeiten, dann können Sie ohne weitere Konfiguration dieses Eduroam dort direkt nutzen. Und dafür muss das WLAN wissen, von welcher Hochschule Sie sind, welcher Hochschule dieser Benutzername zuzuordnen ist. Wenn Sie in der Bibliothek sind und Hilfe brauchen, sind übrigens auch an den Informationen, können Sie sich jederzeit hinwenden. Da gibt es auch Leute, die Ihnen da weiterhelfen können. So, nochmal kurz was zu den Netzen in der Bibliothek. Es gibt drei verschiedene. Einmal das Eduroam-Netz, das TUB Guest und das TUB Intern. Viele denken, die nicht TU-Mitglieder sind, in die Bibliothek kommen, sie könnten das TUB Guest nutzen. Das ist tatsächlich nur für Kongresse gedacht. Also wenn Sie von einer anderen Hochschule sind und mal an der TU arbeiten, was ja leider im Moment nicht möglich ist, aber wenn es mal wieder möglich sein sollte, dann bitte immer das Eduroam-Netz benutzen.
Und das TUB intern, damit kommen Sie nur auf TU-Seiten. Das ist dafür gedacht, dass Sie eben, wenn Sie sich das Netz einrichten möchten, auf diese Seiten hier kommen und dann die Einstellungsdateien herunterladen können. So viel zum WLAN und der Nutzung in der Bibliothek. Wie können Sie von zu Hause auf E-Books, also auf E-Medien zugreifen? Ich gehe nochmal wieder zurück zu unserer Bibliotheksseite. Hier ganz unten gibt es den Punkt Nutzung von E-Medien in der Bibliothek. Finden Sie auch über A bis Z hier oben. Gehen wir einmal darüber. Und da dann zum Beispiel unter E-Medien Nutzung von Online-Ressourcen. Computer, also in der Bibliothek, habe ich gerade erzählt. Wie ist es, wenn Sie das von zu Hause nutzen wollen? Dafür gibt es zumindest eine Möglichkeit für die meisten Verlage. Das ist die VPN-Verbindung. Die funktioniert eigentlich immer. Also technisch muss man sich das so vorstellen. Hier steht ein Tunnel. Also man baut eine Verbindung auf zum TU-Netz. Der eigene Rechner kriegt eine Adresse des TU-Netzes, wird somit quasi Rechner im TU-Netz. Und wenn Sie dann auf eine Verlagsseite gehen, dann merkt die automatisch, aha, das ist ein TU-Rechner und gibt dann die entsprechende Berechtigung, die E-Medien herunterzuladen. Dazu müssen Sie sich ein Programm herunterladen, auch von der Zentraleinrichtung Campus Management. Da gibt es auch die Anleitung hier verlinkt. Gehe ich mal kurz hin. Auch wieder für jedes Betriebssystem gibt es eine Anleitung und auch noch Videos, die man sich angucken kann, Screencasts für die Einrichtung. Sie brauchen dieses Programm AnyConnect und dann sollte das funktionieren. Wichtig, wenn Sie E-Medien herunterladen, benutzen Sie nicht den allgemeinen Server vpn.tu-berlin.de, sondern immer den speziellen, der speziell für die E-Medien gedacht ist, aber auch für alle anderen TU-Dienste benutzt werden kann, wo man VPN braucht, dieser bib-vpn-tu-berlin.de-Server. Ich kann das mal kurz zeigen, wie das bei mir aussieht. Ich bin jetzt verbunden mit dem VPN. Hier sieht man auch die Adresse, die kann man dann direkt da eintragen. Oder auch ändern, wenn Sie noch die alte haben. Und wenn Sie verbunden sind, dann haben Sie hier unten in der Taskleiste dieses Symbol mit dem Schloss drauf und können dann auf alles zugreifen. Auch andere Hochschulen wiederum bieten das an, dieses VPN. Aber wichtig für alle, die von anderen Unis sind, Sie können dann mit Ihrem VPN, also wenn Sie jetzt zum Beispiel von der HU sind und den HU-VPN benutzen, dann können Sie nur auf die HU-lizenzierten Inhalte zugreifen, nicht die von der TU. Es geht immer dann nur für die eigene Uni. Die zweite Möglichkeit, Shibboleth, sagt Ihnen vielleicht erstmal gar nichts, haben Sie aber wahrscheinlich schon oft benutzt. Das ist einfach eine Anmeldeseite der TU, die Sie zum Beispiel auch für ISIS nutzen können oder für Ihre E-Mails, wo Sie sich direkt mit Ihrem Konto anmelden können. Sie brauchen keine Software installieren und kriegen dann direkt Zugriff. Das nennt sich Shibboleth. Genau. Und hier gibt es eine Liste, welche Verlagsseiten diesen Shibboleth-Zugriff anbieten. Das sind nämlich nicht alle. Deshalb ist meistens das VPN dann doch besser, obwohl man es erstmal einrichten, runterladen und einrichten muss, weil es eben für alle Dienste eigentlich geeignet ist. So viel zum Technischen. Dann übergebe ich an meine Kollegin Nele für die Beispiele und die Standardlösungswege. Genau. Um nochmal zu betonen, das VPN, um auf E-Ressourcen der TU von zu Hause aus zuzugreifen, ob über VPN oder über Shibboleth, das kann man nur als TU-Mitglied. Also für externe Bibliotheksnutzer oder Nutzer von anderen Universitäten, die können nur vor Ort im EduRoam auf unsere E-Ressourcen zugreifen, um das nochmal klarzustellen. Ansonsten haben wir jetzt ein paar Standardprobleme gesammelt, die auftreten, wenn man zum Beispiel im Wissensportal Primo auf eine E-Ressource stößt und dann aus irgendeinem Grund kann man nicht darauf zugreifen. Und dann sind das die Standardprobleme, die Standardlösungswege, die ich Ihnen jetzt nenne, die am häufigsten daran schuld sind,
dass sie nicht an die E-Ressource rankommen. Hier bin ich jetzt auf der Startseite unserer Bibliothekswebseite. Dort finden Sie auch gleich die Verbindung ins Wissensportal Primo. Und hier haben Sie die Möglichkeit, sich in Ihrem Konto anzumelden. Und das ist nützlich, wenn Sie etwas ausleihen wollen oder verlängern wollen oder etwas bestellen wollen. Aber das hat mit dem Zugriff auf E-Ressourcen nichts zu tun. Das heißt, Sie müssen hier nicht angemeldet sein, um auf E-Ressourcen zuzugreifen. Das ist egal. Sie müssen im VPN oder im Schibole sein oder vor Ort in EduRoam. Das sind die wichtigsten Aspekte. Um jetzt auf die Standardprobleme, die auftreten, also die meisten Fehler, die häufigsten Fehler und die häufigsten Lösungswege. Zunächst einmal, der häufigste Fehler ist leider, dass Leute noch gar nicht im BIP-VPN sind. Das heißt nämlich, also es wird gefragt, warum man nicht darauf zugreifen kann, und dann muss die Person einfach nur ihr Cisco VPN verbinden, sich mit der bip.vpn.tu-berlin.de verbinden, und dann können Sie sofort auf den Artikel zugreifen. Also bevor Sie, also Sie können natürlich immer um Hilfe bitten, aber vielleicht bevor Sie das tun, schauen Sie einmal, ob Sie auch tatsächlich diese Anzeige hier haben, nämlich, dass Sie bei VPN verbunden sind mit diesem Server. Das ist das Wichtigste, das sollten Sie immer einmal überprüfen, und dann die Seite, falls es nicht der Fall ist, sich verbinden, mit Ihrem TUB-Account einloggen und dann nochmal die Ressource, auf die Sie zugreifen wollen, neu laden. Das ist wirklich der häufigste Fehler. Aber wenn das richtig ist, dann kann andere Hilfsmittel können auch sein, dass Sie einfach mal einen anderen Browser ausprobieren. Ich bin jetzt zum Beispiel im Chrome-Browser, mit dem hab ich selten Probleme gehabt, aber vielleicht, wenn Sie mal Probleme haben, können Sie stattdessen Firefox ausprobieren und schauen, ob das vielleicht hilft. Neustarten des PCs, das kann besonders nötig sein, wenn Sie vielleicht gerade erst Cisco VPN installiert haben. Dann kann es sein, dass Sie einmal Ihren PC neu starten müssen, bevor Sie es tatsächlich anwenden müssen können. Also das sind jetzt, ich ratter die einmal schnell durch. Es kann auch helfen, einfach einmal das Internet oder das VPN einfach einmal zu trennen und neu zu verbinden, um zu schauen, ob man immer noch dasselbe Problem hat. Aber dann fange ich einfach mal an. Hier haben wir nämlich ein E-Book und das heißt American Technological Sublime. Also sagen wir mal, Sie haben von Ihrem Dozenten gesagt gekriegt, okay, Sie sollen dieses Buch bitte lesen, das ist über die TU verfügbar, und dann suchen Sie im Wissensportal Primo danach und dann scrollen Sie hier mal durch und Sie sehen, okay, das erste ist ein Artikel. Das zweite ist tatsächlich auch das, was wir suchen. Aber dann gibt es hier noch viel mehr Ergebnisse und das sind alles Rezensionen. Und das ist ein häufiger Fehler, dass man denkt, ah super, ich habe das Buch gefunden, das ich will. Und dann handelt es sich in Wirklichkeit aber gar nicht um das Buch, sondern um eine Rezension. Und wenn man sich einfach nur den Titel ansieht, dann ist das nicht unbedingt sofort erkennbar, dass das eine Rezension ist. Das erkennt man erst daran, wenn man dann hier auf die Medienart schaut, nämlich welche Art von Ressource das hier ist. Und dann sieht man, ah okay, das ist gar nicht das, wonach ich suche. Das ist also auch ein häufiger Fehler und das kann man ausmerzen, indem man zum Beispiel, nachdem man die Suche gemacht hat, wenn man viele Ressourcen findet, dann kann man hier bei den Filtern, Publikationsform, kann man angeben, okay, ich möchte Rezensionen nicht finden. Diese sollen also ausgeschlossen werden. Und dann tauchen bei den Suchergebnissen keine Rezensionen mehr auf. Und nach wie vor hier ist ganz korrekt unser E-Book und das ist das echte E-Book. Und wenn wir darauf gehen, um mal ein Beispiel zu zeigen, haben wir hier unter Online-Zugang direkt den Link, der uns auch zur Ressource führt. Und weil ich korrekt im BIP-VPN bin, habe ich hier auch sofort Zugriff auf den PDF-Volltext. Das öffne ich jetzt mal und hier sehen Sie, ich kann das online sofort lesen. Genau, und ich kann auch das E-Book Seiten downloaden. Hier haben wir nämlich ein E-Book, das gleich mehrere kompliziertere Fälle in sich zusammenfügt. Nämlich, ich habe jetzt gesagt, auf Safe Pages. Vielleicht ist es nämlich der Fall, dass ich auf dieses E-Book gar nicht nur online zugreifen will. Ich will es auch auf dem Weg auf dem Weg nach Hause möchte ich es auch lesen können. Und da habe ich nicht unbedingt das gute Wi-Fi, also schaue ich mal und möchte gerne das gesamte E-Book downloaden. Und wenn ich jetzt auf Safe Pages gehe, dann sehe ich, okay, da ist ein Page Limit. Soll heißen, die Anzahl an Seiten, die ich runterladen darf, ist 100.
Und das ist also bereits eine Einschränkung, dass es nicht möglich ist, einfach die gesamte PDF downzuladen, sondern dass ich tatsächlich aussuchen muss, zum Beispiel, ich habe schon bis Seite 50 gelesen, dann sage ich, ich möchte von Seite, also von my current page, also sagen wir mal, ich bin hier schon, bis zu Seite 180 gerne alles downloaden und dann werden mir auch nur diese Seiten zur Verfügung gestellt. Und wenn ich mit denen fertig bin, muss ich nochmal mich hier einloggen und die restlichen Seiten downloaden. Das heißt, das ist also bereits eine Einschränkung, dass man nur eine bestimmte Anzahl an Seiten gleichzeitig zur Verfügung hat und nicht alle auf einmal. Genau, eine weitere Einschränkung, wenn man hier im Beschreibungstext schaut, da sieht man dann E-Book Availability. Und hier steht, dass 0 von einer Kopie available ist. Das passiert bei Ihnen vielleicht manchmal, dass Sie auf ein E-Book klicken, das sollte verfügbar sein und dann wird Ihnen gesagt, dass dieses E-Book gerade nicht verfügbar ist, dass es gerade schon von jemand anderem benutzt wird oder ausgeliehen ist. Und das bedeutet nämlich, dass die TU eine Art Lizenz erworben hat, wo auch von der Online-Ressource nur eine Person gleichzeitig darauf zugreifen kann. In diesem Fall, bei diesem E-Book, greife ich gerade darauf zu. Das heißt, wenn jetzt jemand anderes diesen Link öffnet und versucht, darauf zuzugreifen, dann kriegen Sie da eine Nachricht. Sebastian, möchtest du das vielleicht einmal vorführen? Aber in dem Fall, wenn Sie eine solche Nachricht dann sehen, wissen Sie auch, okay, ich habe nichts falsch gemacht. Sie können da nichts tun. Sie müssen einfach einen Tag später nochmal wiederkommen und schauen, ob es jetzt gerade niemand benutzt. Das ist natürlich extrem unpraktisch. Das ist auch wirklich eine Ausnahme bei den E-Books. Die meisten der E-Books, die wir lizenziert haben, haben eine solche Einschränkung nicht. Aber wenn es mal vorkommt, in dem Fall müssen Sie halt einen Tag warten und das nochmal probieren. Oder vielleicht müssen Sie doch auf die Printkopie zurückgreifen und das Buch dann doch als Printkopie ausleihen, wenn es denn verfügbar ist. Genau. Dann würde ich jetzt mein Bildschirm wieder freigeben. Genau, jetzt würde ich mal mit einem Beispiel weitermachen, wo man nämlich Schibolee verwenden muss. Hier haben wir einen Artikel, das ist ein Zeitschriftenartikel, wiederum Online-Zugang, ist online verfügbar über die TU. Anscheinend, wie Sie hier sehen, haben wir ihn auch als Printressource. Die älteren Ausgaben der Zeitschrift haben wir anscheinend auch als Printressource, aber wir sind ja jetzt an einem 2012-Artikel interessiert. Und dann scrollen wir hier runter und sehen wieder einen Link. Genau, okay, hier habe ich schon mal alle Daten zu dem Artikel und wenn ich jetzt auf PDF klicke, dann sagt es mir, ich muss mich einloggen. Und da ist das Doofe, dass auf jeder Verlagsseite sieht es ein bisschen anders aus, wo man da den Institutional Sign-In, also man muss sich dann über Schibolee mit seiner Institution einloggen. Und das sieht auf jeder Webseite so ein bisschen anders aus. In diesem Fall gibt es mir hier die Möglichkeit sofort, nach der Technischen Universität zu suchen, Technische Universität Berlin. Manchmal muss ich hier oben suchen und die Sign-In-Option ist dann irgendwo versteckt. Auf der Webseite gibt es irgendwo die Option Institutional Login oder Institutional Sign-In und dann kann man das machen. Aber in diesem Fall ist das eigentlich ganz nett, dass es einem sofort angeboten wird. Dann, weil ich ja der TU angehöre, suche ich die Technische Universität Berlin. Und, schade. Ich habe mich heute schon mal mit Schibolee eingeloggt. Deshalb hat es mich sofort weitergeleitet. Genau, bei Schibolee ist der Vorteil, man loggt sich einmal damit ein und dann merkt sich der Browser das für den Tag und dann muss man sich nicht erneut bei Schibolee einloggen. Sebastian, kannst du dein Schibolee-Login einmal zeigen? Genau, ich bin ja jetzt auch gerade im VPN und müsste mich jetzt trotzdem noch einloggen. Also das ist auch so, wenn Sie in der Bibliothek arbeiten und da das WLAN nutzen, auch dann müssen Sie sich zusätzlich noch einloggen. Aber eben nur bei diesem Verlag. Genau, so sollte das dann aussehen. Wenn Sie sich an dem Tag noch nie über Schibolee eingeloggt haben, dann landen Sie auf dieser Seite, die sieht immer identisch aus, nur dass halt die Anmelden bei, da wird dann ein anderer Verlag angegeben, je nachdem, wo Sie auf Schibolee sich einloggen. Also wiederum, das können nur TU-Studierende machen und oder halt TU-Mitglieder. Und dort müssen Sie sich mit Ihrem TUB-Account, also Ihrem Nutzernamen und Ihrem Passwort einloggen. Bei Ihnen sieht es dann, sieht Ihr Kontoname anders aus natürlich. Und jetzt ist er im VPN und in Schibolee eingeloggt. Und wenn er jetzt auf
PDF klickt, dann öffnet die sich wunderbar und er kann sie auch gleich downloaden. So, das ist also, und wie gesagt, dieser Schibboleth-Login, je nach Verlagsseite sieht er ein bisschen anders aus. Aber das Wichtige ist immer, dass Sie nach der Technischen Universität Berlin suchen. Mein Kollege hat in dem Fall einfach nach Berlin gesucht. Das war auch sehr schnell zu finden. Genau, also nach Berlin zu suchen ist immer einfacher, weil auf manchen Seiten steht es als TU Berlin und bei manchen als Technische Universität. Das weiß man immer nicht so genau. Genau, ja, das stimmt. Ein weiteres kompliziertes Beispiel, das wir jetzt einmal vorführen wollen, ist, wenn man eine Ressource hat, die bei eBook Central verfügbar ist. Nämlich, hier steht das bereits, zum Download ist eine einmalige persönliche Registrierung erforderlich. Das heißt, wenn man bei eBook Central die E-Ressourcen nutzen möchte, muss man sich einmalig registrieren. Und jetzt sage ich, okay, ich möchte es gerne online lesen. Genau, also online lesen kann man sie so, aber wenn man sie tatsächlich downloaden möchte, dann muss man das Konto erstellen. Und in diesem Fall, Elisabeth, wie erstellt man da das Konto? Muss man das selbst bei eBook Central machen oder über die... Man macht das selbst über diese Maske und mit der E-Mail-Adresse der TU Berlin. Im Moment genehmigen wir auch Anfragen, wenn wir sicher sehen können, dass es TU-Mitglieder sind, mit anderen E-Mail-Adressen. Aber wir sind noch so ein bisschen am Debattieren, ob wir eventuell das beschränken auf die TU-E-Mail-Adresse. Genau, die Sache ist nämlich die, das ist quasi noch eine menschliche Aktion, die dahinter steht. Das heißt, wir im E-Book-Team müssen diese Fälle genehmigen oder ablehnen. Und wenn wir nicht eindeutig über den Namen erkennen können, über unsere Suchmöglichkeiten, dass es ein Mitglied der TU Berlin ist, dann müssen wir das leider ablehnen. Das heißt, wenn wir sehen, jemand hat sich da mit seiner TU Berlin Adresse angemeldet, dann können wir das sofort genehmigen. Genau. Und leider eben dadurch, dass es so eine menschliche Aktion ist, passiert es auch nicht übers Wochenende. Das ist immer noch zu bedenken. Ist ein bisschen schade, finden wir auch nicht ideal, aber es kann eben sein, dass wenn man jetzt genau Samstagnacht irgendwie ein Buch braucht und da noch nicht angemeldet ist, da also noch nicht registriert ist, dass man es erstmal nicht runterladen kann, weil eben wir das erst am Montag genehmigen können. Ich glaube, das Online-Lesen ist das, was immer geht, über VPN oder innerhalb der Bibliothek. Aber sobald man dann was runterladen will, muss man sich registrieren. Genau. Wenn man sich aber einmal angemeldet hat, kann man ja auch vielleicht vorsorglich machen und sich seine Adresse und das Passwort merken oder aufschreiben, dann kann man beim nächsten Mal natürlich hingehen und einfach E-Mail-Adresse und Passwort eingeben und das verfällt dann auch nicht mehr. Genau, also das benötigt in diesem Fall eine einmalige Aktion, diesen Account zu erstellen. Das kann dann auch ein bisschen, also ein paar Tage dauern, bevor das bestätigt wird, gerade wenn es übers Wochenende ist. Aber dann, also das ist aber eine Aktion, die nur bei eBook Central nötig ist. Genau, also was wir Ihnen jetzt natürlich hier gezeigt haben einmal, das waren wirklich die schwierigsten Beispiele, so ein bisschen, die es gibt. Wie ich ja bereits gesagt habe am Anfang, das häufigste Problem ist wirklich einfach, man muss im VPN drin sein und dann funktioniert der Großteil der Ressourcen. Aber wir wollten Ihnen halt hier ein paar Ausnahmefälle zeigen, woran es manchmal liegen kann, dass sie nicht an die E-Ressource rankommen. Und wenn wir jetzt hier im Wissensportal sind, erstmal ein weiteres Problemfall, das Problem kann manchmal sein, dass hier mehrere Links genannt werden. Und in dem Fall empfiehlt es sich wirklich einfach, alle Links, die zum Volltext fügen sollen, falls der erste nicht funktioniert, einen der anderen ausprobieren und es aus irgendeinem Grund nicht klappt, dann kann man erstens immer, wenn der Chat online ist, wie jetzt gerade, wie man sieht, kann man da direkt sofort nach Hilfe fragen. Man gibt denen einfach den Link von dem E-Book, auf das man zugreifen möchte und dann kann man ausprobieren. Dann probieren wir im Chat aus, woran es liegen könnte und beraten sie. Wenn sie vor Ort sind, können sie natürlich immer zu einer Informationstheke gehen oder sie können auch hier im Wissensportal Feedback schicken. Hier bereits als Beispiel,
wenn zum Beispiel der Link nicht funktioniert. Denn manchmal kann es natürlich auch passieren, da haben wir jetzt kein Beispiel für, dass eine Iris-Hose aus irgendeinem Grund nicht korrekt angezeigt oder eingespeist wird oder ein Link veraltet ist. Und in dem Fall kann es auch sein, dass es nicht an Ihnen liegt, Sie haben alles richtig gemacht, sondern dass bei uns im Wissensportal etwas korrigiert werden muss. Und dann hilft es uns auch immer, wenn Sie uns da Feedback geben, wenn mal was nicht funktioniert. Aber es empfiehlt sich immer erstmal, diese Lösungswege auszuprobieren und auch mal im Chat erstmal nachzufragen oder über E-Mail. Und dann kann Ihnen vielleicht sehr schnell auch geholfen werden, den Zugriff auf diese Ressourcen zu kriegen. Ich könnte noch ergänzen, Nele, das hattest du jetzt noch nicht besprochen, was in manchen Fällen, also gerade bei den Aggregatoren oft, also Aggregatoren sind EBSCOhost und eBook Central. Das sind Plattformen, wo verschiedene Verlage ihre ihre E-Books anbieten. Und da gibt es manchmal Beschränkungen, dass man sich zwar das ganze E-Book runterladen kann, aber da ist dann intern was in dem Dokument geschaltet, das bewirkt, dass man nach 2 Wochen oder so nicht mehr drauf zugreifen kann. Selbst wenn man es bei sich auf dem Rechner gespeichert hat. Genau, ja. Das war noch ein wichtiger Punkt zu erwähnen. Die meisten der E-Books, die man downloaden kann, sind permanent so verfügbar. Das sind normale PDFs. Aber es gibt halt manche, die irgendwann verfallen, wie meine Kollegin gerade gesagt hat. Und in dem Fall müssten Sie sie erneut runterladen. Das kann passieren. Dann sind wir auch am Ende. Genau, ich hoffe, das hat geholfen. Ansonsten, wie gesagt, zögern Sie nie, wenn Sie nicht weiterkommen, um Hilfe zu bitten. Und einen schönen Nachmittag.